Zurück in die Gegenwart. Die Ära der Baureihe 142 scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Im Zementwerk Deuna, südlich von Nordhausen, stehen zwei mausgraue X-142er. Nicht nur die Farbe ist fremd, es fehlt auch der zweite Stromabnehmer, ersetzt durch Widerstandspakete. Mitte der 90er Jahre fanden 21 Maschinen in der Schweiz ein neues Betätigungsfeld. Für die dortigen Rampenstrecken erhielten sie eine elektrische Widerstandsbremse. Daher die Widerstandspakete auf dem Dach. 12 von ihnen gehören heute der Westfälischen Almetalbahn, kurz WAB. Ausgerüstet mit Vielfachsteuerung trifft man sie im Doppelpack regelmäßig vor Güterzügen an. Die Loks mit der WAB Nummer 56 und 50 haben vor den Zug rangiert. Ausfahrt in Deuna. Dann geht's los. Zweimal 2920 Kilowatt reichen für den langen und schweren Zementzug nicht aus. Eine ehemalige V180, heute im Eigentum der WAB, muss noch helfen. Für den Schweiz-Einsatz musste die X-142 modifiziert und modernisiert werden. Dabei veränderten sich auch einige Bedienelemente im Führerstand. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben, auch die Höchstgeschwindigkeit. Lokführer Gerhard Bohrmann, ein ehemaliger Reichsbahner mit E42-Erfahrung, steuert heute den Zug von Deuna bis Dornburg. Durchfahrt in Nordhausen. Der heutige Zementzug nach Dornburg muss wegen Streckenbauarbeiten einen Umweg über Halle machen. Auf dem Weg dorthin liegt die Blankenheimer Rampe, die mit Neigungen von bis zu 25 Promille an den Kräften der beiden 142er zerrt. Nicht umsonst ist die V180 mit am Zug.
Fast 2000 Tonnen hängen an den Haken. Aber ohne Probleme meistern die Maschinen die Steigung. Durchfahrt im Bahnhof Riestedt. Mehr als 6 Jahre ist es nun schon her, dass sich die DB von dieser Baureihe verabschiedete. Zu langsam und zu alt hieß es. Oder war es eher die Reichsbahnherkunft? Die WAB-Loks beweisen das Gegenteil.